Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, heute ist der späteste Vlog, den ich jemals gedreht habe. Wir haben es zwar mittlerweile erst 11:45, also 11:45 in der Nacht. Es hat nur einen Grund, warum ich dieses Video heute aufnehme. Und zwar, ungelogen, sitze ich seit 4 Stunden am PC und versuche seit 4 Stunden mein Streaming-Setup herzurichten. Ich habe alles Mögliche hergerichtet. Es haben sich ja viele schon gewünscht, dass ich endlich mal streamen soll. Ich wollte heute eigentlich streamen. Ich habe mir ja extra einen HDMI-Splitter gekauft. Ich habe mir extra ein zusätzliches HDMI-Kabel für diese Kamera gekauft. Ich habe alles Mögliche eingestellt. Ich habe es versucht. Die Kamera hat sich dann irgendwie nicht mit meinem PC verbunden. Dann habe ich da ein bisschen nachgegoogelt und habe festgestellt, dass man einfach nur per HDMI gar nicht mit einer externen Kamera streamen kann, sondern man braucht einen zusätzlichen Streaming, USB oder wie der heißt, von Elgato. Dann habe ich mir Plan B überlegt. Ich streame einfach mit dem Handy. Ich habe mir eine App runtergeladen, habe in OBS alles hergerichtet, alles eingestellt. Das größte Problem war nur übers Handy. Also ich habe mich dann mit dem WLAN verbunden. Ich hatte übelst die Lags, die übelsten Verzögerungen, wenn ich irgendwie geredet habe. Und das wollte ich euch nicht antun. Deswegen wartet noch ein bisschen ab. Ich muss mir noch diese Elgato Game Capture oder wie das heißt, besorgen, damit ich mit der Kamera endlich streamen kann. Das heißt, so einfach ist es gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber Leute, durch den ganzen Frust, den ich jetzt habe, natürlich gab es auch hier schon Prinzenrolle, dachte ich mir, komm, jetzt hau noch ein Video raus. Und da ich viele Anfragen bekommen habe über Instagram bezüglich FL Studio, dachte ich mir, ich hau heute wieder ein kleines, also wirklich kleines Tutorial raus. Und zwar switche ich jetzt wieder an den PC. Ihr könnt hier meinen Remix sehen, den ich euch schon mal gezeigt habe. Und zwar von Marshmello Friends. Da habe ich ja einen Remix gemacht. Der ist ja auch schon auf meinem Main-Kanal online. Main-Kanal kann man dazu gar nicht mehr sagen, sondern der Main-Kanal ist eher dieser Kanal. Weil ich hier viel aktiver und viel mehr Videos produziere. Genau, ich würde sagen, nehme ich überhaupt auf? Ja. Ich zeige euch heute mal den Remix, also den kennt ihr wahrscheinlich schon, den habt ihr schon angehört. Aber ich wollte euch in FL Studio zeigen, wie ich den produziert habe. Und ich werde daraus wahrscheinlich auch wieder mehrere Teile machen, weil es sonst wieder den Rahmen sprengen würde. Deswegen, ich zeige euch so ein bisschen das Intro, was habe ich eingefügt, wo habe ich was eingefügt, welche Effekte. Obwohl, die Effekte werde ich euch in diesem Video noch nicht zeigen, da werde ich ein separates Video machen, weil ja, das ist doch ein bisschen ausführlicher, als man denkt. Genau, ich würde sagen, Intro, ich spiele es mal ganz kurz ab. Ich mache jetzt hier kurz den Marker. Das Intro kennt ihr schon, das habe ich auch schon mal in einem Vlog euch gezeigt. Aber für die, wo es noch nicht kennen oder neu auf dem Kanal sind, viel Spaß. Genau, das war jetzt mein Intro von dem Remix. Leute, ich bin echt noch so gefrustet, dass es mit dem Livestream nicht geklappt hat. Ich hätte mich so gefreut, mit euch ein bisschen zu quatschen, mit euch ein bisschen zu schreiben. Deswegen, ich muss jetzt noch ein Video produzieren. Genau, auf jeden Fall, Intro ist eigentlich so nicht spannend, aber für die Leute, die es interessiert, glaube ich, schon interessant. Und zwar fangen wir mit dem Simpelsten an, und zwar der Kick. Ich habe hier eine Kick wieder von einem Sample Pack. Apropos, checkt mein vorletztes oder vorvorletztes Video ab. Sample Pack for free. Gönnt euch das, ladet euch das runter und macht ein paar Remixe damit. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eine Kick aus einem Sample Pack. Aus welchem Sample Pack weiß ich jetzt auch nicht mehr. Die hört sich folgendermaßen an. Also schön dumpf. Schöne Bounce-Kick. Genau, dann gehen wir zum Bass. Ist eigentlich somit das Wichtigste. Genau, ich habe hier einen doppelten Bass sozusagen eingebaut. Also also das mache ich halt auch immer so nach Gehör oder nach Gefühl oder wie ich halt gerade Bock habe. Und
Man hat es vielleicht auch ein bisschen schon gehört, ein bisschen Hall ist drauf. Aber wie gesagt, Effekte kommt in einem separaten Video, weil das sonst echt den Rahmen sprengen würde und ich heute noch irgendwann ins Bett gehen will. Genau, Bass, ich zeige ihn euch nochmal ganz kurz und jetzt, wenn ihr euch mal konzentriert, werdet ihr auch den Hall ein bisschen hören. Genau, also ein bisschen Hall drauf. Kick and Bass hört sich dann so an. Was habe ich noch eingebaut? Das mache ich eigentlich auch bei jedem Intro von irgendeinem Remix oder von irgendeinem Song. Apropos, ich bin auch gerade an einem eigenen Song dran. Wird aber noch ein bisschen dauern, weil ich noch so viele Projekte am Laufen habe. Deswegen, ja, also wie gesagt, ich tue hier immer am Anfang so einen Sweepdown. Man sieht es auch hier an dem Volume, also an der Lautstärke, immer schön leise. Es hört sich dann so an. Ja, es ist eigentlich so nichts Besonderes, wenn ich das alleine abspiele, aber mit der Kick und mit dem Bass hört sich das dann so an. Das macht einfach das Intro noch ein bisschen interessanter. Dann habe ich hier unten Vocals eingebaut. Was habe ich hier? Warte mal, was habe ich denn hier unten? Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Also ihr könnt hier zum Beispiel mit Doppelklick könnt ihr das öffnen, dann geht eure Piano-Roll auf. Und was habe ich hier? Ich glaube Steps. Ah ne, das sind Vocals. Genau. Ich habe einmal die Vocals von der A Cappella genommen. Die spiele ich euch auch mal kurz ab. Genau, ein bisschen Hall draufgelegt. Hier, die habe ich euch gerade gezeigt und zusammen hört sich das dann so an. Genau, und dieses AA, was ihr gehört habt, Moment, ich zeige euch nochmal kurz. Ja, das habe ich aus dem Will Sparks Sample Pack. Und ja, ich habe lange drauf gewartet und ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe, aber es hat irgendwer mal released oder veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob das Will Sparks selber war. Ich glaube aber nicht. Und ich war so froh, wo ich diese Vocals habe, weil er hat dann einen eigenen Song gemacht. Ich weiß gerade auch nicht mehr welchen, aber da sind diese Vocals mit drin und deswegen bin ich einfach so froh, dass ich dieses Sample Pack habe. Ich zeige euch das mal hier kurz an der Seite und zwar habe ich das unter Bounce und dann Joel Fletcher, Will Sparks, Kick, einmal Albatross, das könnt ihr auch das Lied, auch den Bass habe ich bekommen, schöne Clap. Schöne Phil, richtig sicke Phil. Get your hands up! Gut, den kennt ihr wahrscheinlich, der ist auch in vielen Remixen drin. Was haben wir noch? Ein Bass von Joel Fletcher und hier unten war irgendwo die Vocal. Genau. Da gibt's irgendwie so ein Lied, aber das fällt mir gerade nicht mehr ein. Genau, und dann habe ich hier noch eine Clap eingebaut. Die hätte ich ein bisschen lauter machen können. Hier habe ich noch so Rides eingebaut. Macht auch nochmal so das Intro interessanter, sage ich mal. Natürlich eine Fill. Also Fill-In. Riser. Man sieht es auch hier wieder, Lautstärke ziemlich runtergeregelt. Ja, reicht schon wieder. Was habe ich denn noch? Genau, ein Abfilter. Den baue ich eigentlich auch in jedem Intro und zu jedem Drop ein. Genau, was habe ich hier noch? Nochmal ein Fill-In. Genau, dann habe ich nochmal ein Sweep-Up, einen kurzen. Also hier habe ich mit Automation Clips gearbeitet und wenn ihr drauf Bock habt, kann ich da auch mal ein ausführlicheres Video machen, weil das ist jetzt auch nicht in 5 Minuten erklärt. Auf jeden Fall Intro habe ich euch gezeigt, dann, ich weiß gar nicht, wie lang das Video heute gehen wird. Vielleicht mache ich da auch 3-4 Teile draus. Ich glaube, das wäre auch besser, weil sonst, wenn ich das jetzt alles in dieses Video packe, irgendwann wird es uninteressant. Ich habe hier die normalen A Cappellas mir runtergeladen.
Die kann ich auch mal ganz kurz abspielen. Also nur A Cappella, ohne Instrumental. Ja, ich habe einfach in Google A Cappella Friends Marshmello eingegeben. Dann gab es ein paar YouTuber bzw. ein paar Links, die wo das angeboten haben. Da habe ich es mir runtergeladen. Also ich gebe euch noch den Tipp, ladet euch das nicht mit dem YouTube-Converter runter, weil dann habt ihr echt schlechte Qualität. Es gibt einen YouTuber, den habe ich euch schon mal gezeigt, mir fällt jetzt auch gerade der Name nicht ein. Der macht aus zahlreichen Songs, also filtert der sozusagen nur die A Cappella raus und bietet das zum Download an. Und da habe ich auch schon etliche A Cappellas mir runtergeladen. Genau, also nur so ein kleiner Tipp am Rande. Dann habe ich hier einen Downfilter genommen. Den baue ich auch eigentlich nach jedem Intro ein. Ein Impact. Also das ist eine Kick mit einem Abfilter sozusagen. Ansonsten habe ich hier nichts. Dann haben hier die Vocals angefangen. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Weil die Vocals fangen bei mir nicht in voller Lautstärke an, sondern werden erst wieder von leise auf laut hochgepitcht, sage ich mal. You say you love me, I say genau, also am Anfang wieder leiser und dann immer lauter. Dann habe ich hier eine Big EDM Snare. Genau, dann habe ich wieder einen Abfilter hergenommen. Den habe ich von Bente. Ich glaube, den kennt ihr ja auch. Also jeder, der Melbourne Bounce hört, müsste Bente kennen. Dann habe ich hier die Kick eingebaut mit dem Bass. Genau, dann habe ich hier Claps eingebaut. Und das war so der geilste Part, wo ich mich echt drüber gefreut habe, dass ich das hinbekommen habe. Und zwar habe ich die Vocals runtergepitcht. Genau, die habe ich dann einfach hier zusammengeschnitten, unten eingefügt, dass ich das dann genau zu dem Drop hinbekomme. Also es ist sozusagen die gleiche Vocal, bloß einfach noch runtergepitcht. Und daraus habe ich halt den Drop gemacht. Und hier unten habe ich dann auch meine Drop-Melodie schon eingebaut. Die hört sich so an. Genau, die habe ich dann auch mit einem Cut-Off-Filter, wie sagt man da, nach oben gefadet sozusagen. Genau, dann habe ich hier Impact nochmal. Der hört sich so an. Ich hoffe, ihr habt es den jetzt gehört. Genau, also den habe ich ziemlich leise gemacht. Und dann habe ich hier nochmal einen Impact, den wo ich vorhin schon genommen habe, nochmal eingebaut. Und dann habe ich hier nur noch alleine die Vocals. Genau, und dann habe ich hier irgendwo, genau, hier ist nochmal ein Abfilter. Und hier ist dieses Go. Dieses Go. Und dann habe ich Kick, Bass und Noise Sidechain eingebaut. Das hört sich so an. Also das ist sozusagen wie so ein Wind. Und es gibt einfach mehr Fülle in einem Drop. Und unten habe ich natürlich die Bass Steps eingebaut. Genau, dass auch nochmal ein bisschen fülliger wird. Und die Drop Melodie hört sich so an. Also hier habe ich die Drops dann nochmal rüber kopiert für den zweiten Drop. Oder beziehungsweise, ja doch, für den zweiten Drop. Hier habe ich halt noch keine Claps eingebaut. So macht man das normalerweise oder so kenne ich das. So habe ich es auch gelernt. Apropos gelernt, ich habe das mir alles über YouTube selber beigebracht und es war echt viel Arbeit. Deswegen versuche ich euch halt hier in diesen Videos das zu vereinfachen, dass ihr das schneller lernen könnt.
beziehungsweise halt auch deutschen Content bekommt. Und jetzt geht meine Kamera auch gleich aus. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt nur noch diesen Drop mit euch und den zweiten werde ich dann in einem anderen Video machen, weil sonst es echt zu lange gehen würde. Und hier bei dem zweiten Drop beziehungsweise zweiten Part vom ersten Drop habe ich dann diese Claps eingebaut und Rides oder Hi-Hats, genau. Und also Close Hi-Hats sind es. Und hier habe ich die neue Sidechain wieder drin. Und ich spiele es jetzt mal ab von. Wo fangen wir an? Von hier. Genau, also ich habe es halt hier einfach nochmal rüber kopiert und den zweiten Drop, also der am Schluss dann kommt, den habe ich nochmal komplett neu gemacht, beziehungsweise noch ein paar Vocals hinzugefügt und sowas, aber das, wie gesagt, das mache ich in einem anderen Video. Und das Ende von dem ersten Drop habe ich einfach wieder eine Fill-In eingebaut, Abfilter wieder und dann Crashes und Sweepdown und so weiter. So, meine Kamera hat sich schon verabschiedet, jetzt verabschiede ich mich noch. Wenn es euch gefallen hat, Leute, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung wieder freuen. Abonniert meinen Kanal, teilt dieses Video, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und schreibt mir in die Kommentare, ob ich dann zweiten Teil, dritten Teil und vierten Teil machen soll. Natürlich, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, mache ich es trotzdem. Nein, Spaß. Ich melde mich ab, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht Musik und ciao.